Namaste. Und willkommen zu einer Yoga-Praxis, mit der Räume erschaffen möchte, um Grenzen wahrzunehmen und Grenzen zu erweitern und auszudehnen. Im Leben begegnen uns oft Grenzen. Das können äußere Grenzen sein, wie in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, in der Dinge eben nicht so möglich sind, wie es gewohnt sind von früher. Da sind uns Grenzen aufgezeigt, da sind Dinge nicht möglich. Grenzen können aber auch in uns sein, ja, in unserem Kopf oder unseren Einstellungen oder unserer Wahrnehmung über bestimmte Dinge oder über uns selbst. Wenn wir das auf die Yoga-Praxis beziehen, dann erfahren wir uns in einer Yoga-Praxis, die wir gewohnt sind und routiniert praktizieren. Das ist immer innerhalb bestimmter Grenzen und Möglichkeiten, die wir haben, die beispielsweise auch unser Körper uns selbst bietet. Und diese Yoga-Praxis möchte ich nutzen, um diese Grenzen einmal bewusst wahrzunehmen und zu versuchen, sie ein bisschen nach außen wegzuschieben. Ja? Und das Ganze aber immer in einem Gefühl einer Komfortzone. Also wir versuchen nicht über bestimmte Dinge hinauszugehen, die dann nicht mehr gut sind oder nicht mehr geeignet sind, besonders für dich, da ich ja nur über ein Video mit dir in Verbindung sein kann und dich nicht vor Ort jetzt in deiner Situation unterstützen kann. Also bitte ich dich selber, auf deine innere Lehrpersönlichkeit zu lauschen, immer auch bewusst wahrzunehmen, wo sind Grenzen, wo lohnt es sich, diese Grenzen so ein bisschen zu pushen. Und wo lohnt es sich, das zu respektieren, was da ist, an den Möglichkeiten, die du im Moment hast? Anders gesagt, wenn wir in dieser Yoga-Praxis verbunden sind, dann immer mit einem Wohlgefühl für uns selbst. Ja, und wir werden dann nach der Yoga-Praxis, die uns in die Bewegung führt, aber auch in die Kraft führt, in die Atempraxis übergehen und da auch Räume oder Grenzen der Atmung wahrnehmen und versuchen, die ein bisschen zu erweitern. Ja, denn nur wenn wir das tun, dann geht die Atmung und auch das Atemvolumen, das wir haben, über das Gewohnte hinaus und kann dann mehr Möglichkeiten nutzen. Beispielsweise in Form einer deutlich verlängerten und vertieften Atemqualität. Und so wollen wir auch im Alltag diese Yoga-Praxis und Atempraxis nutzen, um mit den erweiterten Möglichkeiten, den Grenzen, die wir ein bisschen verschoben haben, ja, uns wohler fühlen oder vielleicht das auch im Alltag integrieren können. Lass uns im Stehen beginnen. Es wird eine Yoga-Praxis für geübte Yoginis und Yogis sein, aber wir beginnen doch immer auch mit gewohnten Elementen, beispielsweise hier Tadasana, der Stand. Und dann möchte ich dich einladen, nochmal den Blick nach unten zu bringen, zu den Füßen, die Füße hüftgelenkbreit oder hüftgelenkschmal zu positionieren. Hüftgelenk schmal oder breit meinte nicht die Außenkanten der Hüftknochen, sondern eher die Hüftgelenke an sich. Und die sind etwas nach innen versetzt, also über den Oberschenkelknochen. Und genau darunter stehen dann die Füße. Was bedeutet, dass dann die Gelenke des Unterkörpers, also Fußgelenke, Kniegelenke und Hüftgelenke übereinander sind und die Belastungskraft gleichmäßig in den Gelenken verteilt ist. Anders gesagt, die Füße bitte so positionieren, dass die Beine parallel nach unten verlaufen. Gut. Und wenn du magst, dann schließ die Augen. Das ist schon so ein bisschen. Ja, das Verschieben einer Grenze, denn normalerweise haben wir die Augen im Stehen geöffnet und schließen die Augen eher, wenn wir liegen. Und jetzt im Stehen die Augen zu schließen, bedeutet, ja, die Möglichkeiten wahrzunehmen, die der Stand hier bietet. Das kann die Erfahrung von Sicherheit sein oder eben auch Unsicherheit über die Balance, die sich sucht. Und nimm das an, egal ob du gerade fest verwurzelt stehst oder die Balance sich eher sucht. Beobachte das Gefühl deines Körpers, das Gefühl, jetzt in diesem Moment zu stehen. Und nimm deine Beine wahr, dann noch weiter nach unten in die Füße und die Fußsohlen.
Spür dort die Dinge, die du berührst, die Unterlage, auf der du stehst. Dann probier das Gewicht deines Körpers gleichmäßig über die Fußsohle nach unten zu verteilen. Ja, manchmal stehen wir weit vorn auf den Fußballen. Kannst du ruhig mal machen, ein bisschen nach vorn kommen, dann wird die Ferse leicht. Und mal ein bisschen nach hinten anlehnen, mehr die Ferse gewichten. Dann werden die Fußgrundgelenke, die Zehengrundgelenke leichter. Ja, versuch nochmal nach vorn und hinten zu pendeln. Und da sind Grenzen da. Ja. Wir gehen nicht ewig weit nach hinten oder nach vorn, um nicht umzufallen, sondern immer noch zu stehen. Jetzt versuch, innerhalb dieser Grenzen zwischen vorn und hinten eine Mitte zu finden. Also dein Gewicht so zu verlagern, dass sowohl hinten die Fersen als auch im Vorderfuß die Zehengrundgelenke gut verwurzelt sind. Jetzt das Gleiche nach rechts und links. Immer die Seiten schwingen. Der eine Fuß wird schwer, der andere leicht. Auch hier gibt es Grenzen. Es geht nicht ewig weit in die Seite, sondern immer nur so weit, wie es noch dienlich ist. Finde auch hier eine Mitte zwischen rechts und links, sodass beide Füße gleich viel Gewicht nach unten integrieren. Dann komm dort in dieser Mitte an. Noch einmal resümierend, rechter und linker Fuß hat gleich viel Gewicht am Boden, sowie hinterer und vorderer Teil des Fußes gleich viel Gewicht. Dann heb die Zehen bitte an, spreiz sie und leg die Zehen aufgefächert zurück zur Unterlage. Ganz weich und lang. Nochmal die Zehen heben, aufspreizen und weit aufgefächert zurück zur Erde legen. Und dann nicht krallen, sondern lass die Zehen ausgleiten. Dann spür die Schienbeine, dann die Kniegelenke. Du kannst probieren, die Kniescheiben so ein bisschen hochzuheben, nach oben zu ziehen. Es gibt so eine kleine Grundanspannung im unteren Teil des Oberschenkelmuskels. Zieh auch insgesamt die Oberschenkelmuskulatur etwas nach oben Richtung Becken. Und dann richte dein Becken auf, sodass es von der Vorderseite bedeutet, dass Schambein etwas hebt. An der Rückseite bedachte, dass Steißbein unter das Becken hineinrollt. Dann spür weiter nach oben in den Rumpfbereich, den Bauchbereich. Die Bauchdecke etwas kontrahiert jetzt. Der Bauchnabel führt leicht nach innen. Dafür ist der untere Rücken lang geworden. Nimm den oberen Rücken wahr, den Brustkorb. Heb das Brustbein sanft nach vorn hoch. Roll die Schultern weich nach hinten und leg sie dort ab. Und dann probier die unteren Rippen, falls sie jetzt nach vorn kommen, wieder in den Körper zurückzuziehen. Ja, nochmal, Becken ist aufgerichtet. Schließ sanft den Beckenboden. Die Bauchdecke eine Grundstabilität, der untere Rücken lang. Oberkörper wächst hoch, Brustbein hebt, ohne dass die untersten Rippen nach außen ziehen. Zieh sie zurück in den Körper. Roll die Schultern weich zurück. Entspann die Arme nach unten, entspann die Hände und Finger. Nimm den Nacken wahr, lass ihn lang werden. Leg den Kopf ganz weich auf der Wirbelsäule ab. Strebe dem Scheitel nach oben, sodass das Hinterhaupt sich hebt, das Kinn ein klein wenig nach hinten führt, ohne im Kehlkopf zu drücken. Und dann spür jetzt die Qualität des Standes. Vielleicht ist das anders als der gewohnte Stand. Nimm die Atmung wahr und verfeinere und vertiefe sie. Finde im Einatmen Leichtigkeit und Wachstum nach oben. Streb aus der Erde nach oben zum Himmel, wenn du einatmest, und fließ ausatmend wieder zurück zur Erde. Schlag Wurzeln um dich herum. Einatmen nach oben wachsen, lebendig und befreit, und ausatmen stabil und kraftvoll nach unten erden. Nochmal tief einatmen, wachsen nach oben, ausatmen nach unten erden.
Und dann öffne mit dem nächsten Einatmen wieder die Augen. Heb die Schultern nach oben, roll sie nach hinten oben, senk sie nach hinten unten. Zieh sie nach vorn unten, vorn oben, hinten oben und hinten unten. Und dann mach das weiter, kreis die Schultern zurück. Und werd in den Möglichkeiten der Bewegung weicher. Einatmen nach vorn hoch, ausatmen nach hinten runter. Noch dreimal einatmen nach vorn hoch kreisen, ausatmen nach hinten runter senken. Einatmen nach vorn hochziehen, aus nach hinten unten. Letztes Mal ganz großer Bogen, tief einatmen nach vorn hoch, ausatmen nach hinten unten. Heb dann die Arme nach vorn. Und zieh sie ganz weit nach vorn, richtig weit nach vorn. Zieh die Schultern nach vorn, atme ein, atme aus, zieh die Schultern zurück nach hinten. Einatmen, die Arme nach vorn ziehen, Schultern nach vorn. Ausatmen, die Schultern zurück. Jetzt spür die Schulterblätter. Einatmend entsteht Weite zwischen den Schulterblättern. Ganz viel Raum und Möglichkeit zu dehnen. Ausatmen, die Schulterblätter zusammenziehen. Stell dir vor, die berühren sich. Einatmen, Schulterblätter weiten sich auseinander, Raum zum Dehnen, ausatmen, Schulterblätter ziehen zusammen, entsteht Kraft und Stabilität. Nochmal einatmen, Arme ganz weit nach vorn, richtig vor, vor, vor. Ausatmen, die Arme zurückziehen, Schulterblätter zusammenschieben. Einatmen, hebt die Arme, ausatmen, senkt die Schultern. Einatmen, zieht die Arme ganz hoch, hebt die Schultern hoch zu den Ohren. Ausatmen, senkt die Schultern zurück nach unten. Einatmen, ganz weit hochziehen, ganz aufrichten und wachsen. Ausatmen, Schultern senken. Und jetzt kreis mit den Schultern. Einatmen, vorn hoch, aus, nach hinten runter. Ein, nach vorn hoch, aus, nach hinten runter. Noch zweimal. Einatmen, nach vorn hoch, aus, nach hinten runter senken. Einatmen, nach vorn hochziehen. Ausatmen, nach hinten ablegen und die Arme zurück nach unten. Und einmal nachspüren bitte. Verschränk die Hände hinter deinem Gesäß und zieh die Ellenbogen ein bisschen nach außen weg. Ja, also schaff Raum zwischen den Ellenbogen. Zieh die Schultern sanft nach hinten, zieh die Schulterblätter zueinander. Einatmen, heb die Arme ein Stück nach hinten an, weg vom Gesäß. Ausatmen, bring die Hände zurück an den Stoff. Einatmen, die Arme nach hinten heben, ausatmen, wieder zurück. Einatmen, die Arme nach hinten anheben, die Ellenbogen immer noch gebeugt lassen, ausatmen, zurückziehen. Nochmal einatmen, die Möglichkeiten nutzen, Arme heben, bleib hier, atme und jetzt streck langsam die Arme nach hinten, ganz langsam die Arme strecken, 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 Schulterblätter zusammenziehen, Schultern nach hinten schieben. Jetzt hebt die Arme ein bisschen höher und atmen. Spür die Spannung in der Rückseite. Atme nach vorn hoch Richtung Schlüsselbeine. Schaff da Atemräume. Und dann senk die Arme wieder zurück. Und bring die Hände vor dem Herz zueinander. Atme aus. Einatmen, öffne die Arme über die Seite nach oben, einen großen Bogen mit den Händen über den Kopf. Ausatmen, bring über die Seite die Arme zurück nach unten bis zum Herz. Einatmen, die Arme über die Seite anheben. Ausatmen, die Arme wieder zurückbringen nach unten. Nochmal, einatmen, ganz weiter Bogen. Ausstrecken, dehnen nach oben. Ausatmen, wieder zurück zum Herzen. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben bringen. Bleib hier, verschränk die Finger miteinander, dreh die Handinnenflächen nach oben Richtung Decke. Und ausatmen, entspann die Schultern. Das heißt nicht, dass du sie nach unten ziehen musst. Du kannst ruhig die Schultern etwas heben, ohne dass es irgendwie sehr eng sich anfühlt im Nacken. Einatmen, schieb die Handflächen ganz hoch und drück die Füße in den Boden.
Ausatmen, beugt die Ellenbogen etwas an nach außen. Senkt die Hände Richtung Scheitel. Einatmen, streckt dich wieder hoch, drückt den Boden nach unten. Ausatmen, senkt die Hände auf den Scheitel. Nochmal. Einatmen, ganz hoch strecken, ganz hoch, hoch, hoch und den Boden drücken, drücken, drücken. Ausatmen, die Hände auf den Scheitel senken. Einatmen, die Arme nach oben strecken, 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 strecken. Und hier bleiben und ausatmen. Nochmal einatmen, wachsen, rechten Fuß in den Boden drücken. Ausatmen, langsam nach links neigen. Und hier bleiben, rechter Fuß drückt in den Boden, drückt, drückt, drückt. Und du neigst dich nach links. Ja. Und jetzt entsteht Weite in der rechten Flanke. Da ziehen die Rippenbögen auseinander. Da entstehen Möglichkeiten zum Atmen. Erfüll die Atmung in diese Weite der rechten Seite. Ausatmen, Kraft aufbauen, indem du den Beckenboden sanft schließt und den Bauch ein bisschen einsaugst in den Körper. Und von dort mit der Einatmung nochmal strecken. Ausatmen, die Körpermitte aktivieren, Kraft sammeln, Energie sammeln, einatmen, strecken und wieder aufrichten nach oben. Und ausatmen, die Arme zur Seite nach unten bringen. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben, die Finger verschränken. Wenn du sie immer gleich verschränkst, ich mache das gerne, dann jetzt bitte einen Finger weiter. Neue Möglichkeiten entdecken. Handflächen nach oben und groß werden. Die Füße drücken nach unten. Jetzt der linke Fuß richtig drücken, drücken, drücken. Einatmen, strecken, Flanken verlängern, ausatmen, nach rechts neigen. Einatmen, wachsen. Linke Seite strecken, linken Fuß drücken. Ausatmen, die Körpermitte aktivieren, Beckenboden schließen, Bauchnabel einsaugen. Einatmen, aus dieser Kraft strecken, strecken, strecken und wachsen. Ausatmen, ankommen, zentrieren. Nochmal einatmen, strecken, 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 linken Fuß in den Boden drücken, linke Flanke strecken. Ausatmen, Mitte zentrieren. Und jetzt nochmal ganz tief in die linke Flanke einatmen, während du dich streckst. Und ausatmen, komm wieder zurück. Einatmen, alles langziehen, streck dich auseinander. Und ausatmen, bring die Hände wieder zurück. Und komm, wenn du auf einer Matte bist, in den vorderen Teil deiner Matte. Und bring die Hände vor dem Herz zueinander. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben, die Hände über dem Kopf zueinander bringen, Arme lang. Ausatmen, beug die Knie, bring die Arme über die Seite nach unten. In eine Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, zieh dich nach vorn lang. Vielleicht nutzt du die Hände, bleibst auf den Fingerkuppen, ziehst dich vom Boden nach vorn, vielleicht bringst du die Hände auf die Beine, auf die Schienbeine oder höher. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann verneig dich ganz sanft vor dir selbst, vor deinen Möglichkeiten. Einatmen, zieh dich nach vorn lang, zieh den Brustkorb nach vorn, schieb die Hüfte zurück. Ausatmen, verneige dich vor dir selbst nach unten. Nochmal einatmen, nach vorn strecken, die Oberschenkel ein bisschen zurückschieben, Brustbein nach vorn ziehen, ausatmen, vor dir verneigen. Einatmen, in eine Hocke kommen, über die Hocke aufrichten, Arme über die Seite nach oben bringen. Ausatmen, die Hände vor deinem Körper, diesmal zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorne, nach oben aufrichten. Ausatmen, die Arme über die Seite, nach unten in Uttanasana, in die Vorbeuge. Einatmen, Ardha Uttanasana, die halbe Vorbeuge. Zieh die Flanken nach vorn lang. Ausatmen, verneig dich vor dir selbst. Einatmen, streck dich nach vorn. Schieb die Oberschenkelknochen zurück. Ausatmen, linkes Knie beugen, vor dem rechten Bein verneigen. Einatmen, linkes Bein strecken, halbe Vorbeuge nach vorn ziehen. Ausatmen, rechtes Knie beugen, vor dem linken Bein verneigen, das ganz viel Dehnung. Einatmen, nach vorn, beide Knie strecken, Brustbein nach vorn. Ausatmen, linkes Knie beugen, vor dem rechten langen Bein verneigen. Einatmen, nach vorn ziehen, beide Beine strecken. Ausatmen, rechtes Knie beugen, vor dem linken Bein, vor seiner Größe und Länge verneigen. Einatmen, nach vorn, beide Beine strecken, beide Oberschenkel nach hinten.
Ausatmen mit ganz viel Hingabe, ganz viel Liebe vor dir selbst verneigen und dann bleib hier. Tief atmen. Einatmen, die Sitzbeinhöcker hochziehen und die Fersen nach unten schieben. Ausatmen, vor dir verneigen. Nochmal einatmen, die Oberschenkel ein bisschen weiter zurückziehen. Ausatmen, den Oberkörper entspannt nach unten fließen lassen. Einatmen, in die Hocke kommen, hebt die Arme nach oben. Ausatmen, bring die Hände hinter dem Gesäß zueinander. Einatmen, schiebt die Arme nach hinten weg, zieht das Brustbein nach vorn. Ausatmen, nochmal vor dir selbst verneigen. Leg dich auf den Oberschenkeln ab. Lass den Oberkörper nach unten gleiten und dann beginn die Beine langsam zu strecken. Einatmen und ausatmen. Oberkörper nach unten entspannen. Lass die Arme über dem Kopf nach vorn sinken. Atme. Erfahre dich in deinen Möglichkeiten. Vielleicht auch den Grenzen, die da momentan sind. Und lass dich von der Atmung ein bisschen weiter tragen, weiter in die Verneigung. Einatmen, die Knie beugen, Oberkörper aufrichten, die Arme über vorn hochschwingen, streck dich hoch in den Stand. Ausatmen, bring die Hände vor dem Herz zueinander. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn aufrichten. Wenn du magst, eine kleine Rückbeuge, lehn dich nach hinten, heb das Brustbein hoch. Ausatmen, öffne die Arme, beug die Knie, verneig dich nach unten. Einatmen, rechter Fuß ganz langsam, ganz weit nach hinten aufsetzen. Ausatmen, das Becken etwas sinken lassen. Einatmen, zieh die Füße zueinander, zieh das Becken hoch, sammel Kraft im Becken, Kraft aus den Beinen zum Becken. Ausatmen, entspannen, lass das Becken tiefer sinken. Nochmal einatmen, Füße zueinander ziehen, Kraft im Becken sammeln, von dort mit dem Brustbein nach vorn strecken. Ausatmen, Becken nach unten erden. Füße auseinanderziehen. Einatmen, Füße zueinander ziehen, Kraft sammeln, von den Beinen hoch zum Becken. Ausatmen, vom Becken die Füße auseinanderschieben lassen. Nochmal einatmen, Füße zueinander ziehen, Becken auftanken, aus dieser Kraft die Arme nach vorn strecken. Ausatmen, die Arme über die Seite nach hinten bringen. Einatmen, Arme über die Seite nach vorn, Becken ein bisschen höher, Kraft auftanken. Ausatmen, die Arme nach hinten, Becken etwas tiefer, Füße ziehen auseinander. Einatmen, Füße ziehen zueinander. Arme nach vorn, ausatmen, Füße voneinander wegziehen, Arme nach hinten. Einatmend, Arme nach vorn, Becken ein bisschen höher ziehen. Und ausatmen, Hände zurück, einen Schritt zurück in den nach unten schauenden Hund. Atme tief durch. Einatmen, den Rücken auffächern. Ausatmen, ihn strecken. Zieh dich hoch mit den Sitzbeinen und senk die Fersen. Einatmen, zieh die Hände und Füße zueinander. Ausatmen, streck dich. Einatmen, die Hände zusammenziehen, die Füße zusammenziehen, das würdest du die Matte zusammenschieben zwischen Händen und Füßen. Ausatmen, strecken und wachsen. Einatmen, der hohe Liegestütz. Ausatmen, der tiefe Liegestütz, bring die Knie und dein Brustbein und dein Becken zur Erde. Einatmen, roll dein Becken zurück, roll die Schultern zurück, zieh dich nach vorn hoch, den nach oben schauenden Hund. Ausatmen, komm zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, hebe dein rechtes Bein hoch, aus, bring den Fuß nach vorn. Einatmen, zieh das Brustbein nach vorn, schieb die linke Ferse zurück. Ausatmen, mit links einen Schritt nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, ausatmen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, über die Hocke auftauchen, hoch in Tadasana, in den Stand. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Einatmen, die Knie etwas beugen, vorne nach oben, eine kleine Rückbeuge, wenn du magst. Ausatmen, entspann dich nach unten, wieder diese Verneigung vor dir selbst. Einatmen, die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, Uttanasana.
Einatmen, linker Fuß, ein langsamer, großer Schritt zurück. Ausatmen, das Becken nach unten erden. Einatmen, die Füße zueinander ziehen, aus den Beinen die Kraft im Becken sammeln, Becken heben. Ausatmen, Becken senken, Füße auseinander glatten lassen. Einatmen, Füße zueinander ziehen, mit etwas mehr Kraft im Becken nach oben kommen. Ausatmen, wieder entspannen, Becken erden. Einatmen, Becken hochziehen, Kraft sammeln. Ausatmen, aus der Kraft in die Weite fließen. Nochmal einatmen, Füße zueinander ziehen, bring die Arme nach vorn. Ausatmen, die Arme über die Seite nach hinten. Einatmen, über die Seite nach vorn. Becken nach oben. Ausatmen, Becken tiefer, Arme über die Seite nach hinten. Einatmen. Und ausatmen. Nochmal einatmen, die Arme nach vorn ziehen. Ausatmen, die Hände nach hinten zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, der hohe Liegestütz. Ausatmen, der tiefe Liegestütz. Knie, Brustbein, Becken senken. Einatmen, die Rückbeuge, der nach oben schauende Hund. Ausatmen, der nach unten schauende Hund. Und hier verweilen. Stell dir wieder vor, du ziehst einatmend die Hände zueinander, faltest also die Matte zwischen den Händen, genauso auch zwischen den Füßen. Ausatmen, aus dieser Kraft die Mitte deines Körpers strecken, die Wirbelsäule strecken, die Beine nach hinten wegschieben mit den Oberschenkeln. Einatmen, alles zueinander ziehen, Arme zueinander, Füße zueinander. Ausatmen, strecken, Becken hochschieben. Einatmen, der Katzenbuckel. Und dann der Pferderücken, ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, der nach unten schauende Hund. Einatmen zum hohen Liegestütz. Und dann bleib hier, atme tief. Fächer die Finger auseinander und stell dir vor, du streckst dich, du schiebst die Fersen zurück. Und ziehst gleichzeitig den Scheitel nach vorn. Und jetzt einmal kurz Schulter kreisen, bitte. Gut. Je nach Möglichkeit kannst du die Knie auch am Boden absetzen. Manchmal ist das einfach eine schönere Variante, da lässt es sich viel leichter kreisen. Oder nochmal kurz auftanken, zurück in den hohen Liegestütz, Schulter nochmal kreisen. Und ausatmend die Bauchlage. Einatmen, eine kleine Rückbeuge. Ganz weich wieder die Schultern nach hinten kreisen. Einatmen, nach vorn hochkreisen. Ausatmen, nach hinten runterkreisen. Nochmal einatmen, ganz groß nach vorn hoch. Aus, nach hinten runter. Bleib hier mit den Schultern. Atme weiter. Versetz die Hände ein bisschen weiter zurück an die unteren Rippenbögen. Es ist so fast so, als würden die Unterarme senkrecht nach unten zeigen. Wenn du magst, komm auf die Fingerkuppen. Zieh die Ellenbogen zueinander Richtung Körper. Einatmen, zieh das Brustbein nach vorn hoch. Die Kobra. Ausatmen, komm mit dem Oberkörper etwas tiefer. Einatmen, zieh dich nach vorn hoch. Schultern ziehen zurück, Schulterblätter schieben zusammen. Ausatmen, Oberkörper etwas senken. Jetzt einatmen, die Arme etwas heben. Ausatmend, den Oberkörper senken, ohne die Hände aufzusetzen. Einatmen, Oberkörper heben. Ausatmen, Oberkörper senken. Letztes Mal einatmen, Oberkörper heben. Die Hände ein Stück zurückschieben. Ausatmen, wieder tiefer kommen, die Hände absetzen. Einatmen, die gewohnte Kobra oder der aufwärts schauende Hund. Ausatmen, zum nach unten schauenden Hund zurückkehren. Einatmen, hebt das linke Bein nach oben. Ausatmen, setzt langsam den linken Fuß nach vorn. Gut, ich bitte dich hier zu bleiben, die Füße nach unten zu drücken. Rechten Großzehenballen nach unten
zu schieben, richtig gut zu erden und von dort Kraft sammeln, die Muskeln des rechten Beines Richtung Becken ziehen, im Beckenboden schließen. Verlängere die Flanken, heb das Brustbein nach vorn, drück den linken Fuß nach unten und verschränk die Hände langsam hinter dem Gesäß. Die Ellenbogen etwas nach außen ziehen und beginne dann die Arme ein bisschen zu heben. Ja, und jetzt richte den Oberkörper langsam nach oben auf. Und jetzt, so wie du dich aufrichtest, so heb dein Brustbein, roll die Schultern zurück und schieb langsam die Hände nach unten. Streck langsam die Arme nach unten, schieb ganz viel Kraft nach unten mit den Armen und gleichzeitig heb das Brustbein hoch. Atmen, ganz stark in der Rückseite, weit in der Vorderseite. Und mit dem nächsten Ausatmen lehn dich nach vorn, komm an die Innenseite des linken Oberschenkels. Einatmen, heb die Arme langsam hoch, bring den Blick in Ruhe nach hinten Richtung rechter Fuß. Ausatmen, schieb die Arme hoch. Einatmen noch einmal, Ellenbogen ein bisschen beugen. Ausatmen, die Arme hochschieben. Einatmen, richte dich wieder auf, schwing die Arme über vorn nach oben. Ausatmen, dann die Hände zurück, einen Schritt zurück, den nach unten schauenden Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, rechtes Bein heben. Ausatmen, Fuß langsam nach vorn schwingen. Jetzt den linken Grund zur Ballen, also Großhirnballen in den Boden drücken, drücken, drücken. Kraft von dort über das Bein hoch zum Becken ziehen, den Beckenboden schließen, Bauchnabel etwas einsaugen. Dann drück den rechten Fuß in die Erde, bring langsam die Hände nach hinten, vielleicht wieder einen Finger weiter, die ungewohntere Variante verschränken, die Ellenbogen etwas nach außen ziehen und jetzt langsam aufrichten, die Arme ein bisschen anheben, Oberkörper nach oben schieben und ausatmen, die Hände wieder an den Stoff bringen. Einatmen nach vorn hoch, den Brustkorb heben, ausatmen, schiebt die Faust langsam tiefer nach unten. Ja, dann deckt die Atemmöglichkeiten an der Vorderseite des Körpers. Schultern fließen zurück, Faust schiebt tiefer Richtung Erde, die Vorderseite wird weit. Tief atmen. Und jetzt beugt die Ellenbogen etwas an. Komm mit dem Oberkörper nach vorn, an der Innenseite des Oberschenkels entlang und einatmen, die Arme heben nach oben und langsam strecken. Ausatmen, der Blick in Ruhe nach hinten zum linken Fuß. Einatmen, Arme hochziehen, über den Kopf nach vorn bringen. Ausatmen, der Blick nach hinten. Einatmen, die Hände etwas senken. Ausatmen, wieder nach oben schieben. Nochmal einatmen, Hände etwas zurücksinken lassen, ausatmen, hochziehen und dann zieh dich wieder nach oben. Einatmen, die Arme über vorn nach oben, ausatmen, die Hände zurück zum Boden. Der abwärts schauende Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, das Kind. Verweile hier einen Moment. Du kannst gerne die Knie etwas nach außen öffnen. Raum schaffen zum Atmen. Lass die Hände vorn. Komm auf die Fingerkuppen, bitte. Einatmen, schieb dein Gesäß Richtung Fersen. Ausatmen, lass dich weich mit sanftem Herz Richtung Erde sinken. Und dann komm bitte hoch in den Vierfüßler. Die Knie wieder unter die Hüftgelenke, die Hände wieder flach, eventuell unter die Schultergelenke oder ein klein wenig vor den Schultergelenken aufgesetzt. Spreiz die Finger und spür, wo du jetzt mit den Handflächen die Unterlage berührst.
Fokussiere im Wesentlichen die Außenkanten der Hände nach unten, sowie das Grundgelenk des Zeigefingers und des Daumens. Die Fingerarbeit aufgefächert und lang. Drück auch die Fingerkuppen sanft in die Unterlage nach unten. Jetzt drück nach unten und zieh dich zwischen den Schultern hoch. Atme, nach unten drücken, zwischen den Schulterblättern hochwachsen. Die Arme lang. Stell den linken Fuß hinter dir auf und schieb den Fuß nach hinten. Das Bein wird lang. Dreh das linke Bein auswärts, sodass du den Fuß nach innen, die Ferse also nach innen absetzen kannst. Und richte dich so an, dass du die Fußsohle des linken Fußes gut erden kannst. Rechtes Bein, lass das Knie, wo es ist, und versetz den rechten Fuß einfach ein Stück nach außen, ja, von der Matte weg, dann zeigt der rechte Unterschenkel schräg nach hinten weg. Ja, so von der Mitte nach außen versetzen. Die rechte Hand ansehen, schenke ganz viel Vertrauen, drück sie mit Kraft in die Erde und jetzt dreh dich nach links, die linke Hand auf die Fingerkuppen setzen und dann langsam den linken Arm über die Seite hochstrecken. Mit dem Einatmen die Mitte des Körpers nähren, mit dem Ausatmen von dort in die Weite wachsen. Ja, stell dir vor, du ziehst alle Energie, alle muskuläre Kraft aus der Peripherie in den Körper, in die Mitte. Und mit dem Ausatmen wächst du von der Mitte des Körpers zurück in die Peripherie und streckst dich. Einatmend zur Mitte ziehen, ausatmen, aus der Mitte wachsen. Und noch ein bisschen größer wachsen und noch mehr ausstrecken. Noch einmal einatmen und im nächsten Ausatmen die linke Hand zurück. Zurück in den Vierfüßler, den abwärts schauenden Hund. Einatmen, der hohe Liegestütz. Zieh die Hände aufeinander zu, zieh die Beine aufeinander zu, als würdest du einen Yoga-Block zwischen den Oberschenkeln drücken. Ausatmen, der tiefe Liegestütz oder die Bauchlage. Einatmend, Kobra oder der nach oben schauende Hund. Ausatmen, der nach unten schauende Hund. Einatmen in den Vierfüßler. Gut, jetzt analog, zweite Seite, Hände weit auffächern. Außenkanten und Innenkanten der Hände in den Boden drücken, drücken, drücken. Die Fingerkuppen sanft nach unten drücken, aber nicht so, dass die Finger weiß werden. Das ist ein bisschen zu viel, dann ja, nur sanft. Jetzt rechten Fuß aufstellen, nach hinten schieben. In die Mitte mit Kraft tanken und dann rechtes Bein auswärts drehen, sodass die rechte Ferse nach innen setzt. Rechte Fußsohle ruhig gut am Boden verbinden. Linkes Knie bleibt, wo es ist, unter der Hüfte. Und der linke Fuß versetzt ein Stück nach außen. Die linke Hand sehen. Nach unten drücken, 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 drücken. Zieh dich zwischen den Schulterblättern hoch. Setz die rechte Hand auf die Fingerkuppen. Jetzt geht dieser Weg nach rechts, die Drehung nach rechts. Ganz langsam, wenn du soweit bist, rechten Arm über die Seite nach oben bringen. Der Blick entweder nach unten, die sicherste Variante, oder nach rechts oder dem Arm nach oben folgen in die Welt. Einatmen, Sicherheit, Halt finden, den Körper nähren, in seiner Mitte, ihn dort stärken. Ausatmen, aus dieser Mitte in die Weite wachsen. Und manchmal haben wir so Grenzen, ja, Wachstumsgrenzen. Versuch dir ein bisschen zu erweitern, über dich hinaus zu wachsen. Mal tief einatmen, alle Energie der Muskeln zur Mitte ziehen. Ausatmen, aus der Mitte strecken, in die Welt leuchten. Einatmen und ausatmen, den Weg zurück. Vierfüßler und abwärts schauender Hund. Einatmen, der hohe Liegestütz.
Zieh die Hände aufeinander zu, falte also die Matte zwischen den Händen zusammen, zieh die Beine aufeinander zu und ausatmen. Ganz langsam, tiefer Liegestütz, Ellenbogen an den Körper oder Bauchlage, einatmend Cobra oder der nach oben schauende Hund, ausatmend zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmend Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend das Kind, verweile, bring die Handrücken zur Erde. Und dann gern die Finger mal bewegen, Handgelenke verwöhnen. Nimm die Atmung wahr. Und komm zurück in den Vierfüßler. Beginn jetzt mit den Schultergelenken über den Handgelenken Kreise zu zeichnen. Also ganz sanft über den Handgelenken kreisen. Wenn das jetzt Grenzen erfahren lässt in den Handgelenken, dann ist das nichts Ungewöhnliches, da wir in dieser Yoga-Praxis im Moment sehr intensiv auf den Handgelenken arbeiten. Die Bewegungen und diese Intensität, mit denen wir die Handgelenke bearbeiten, verschiebt in gewissem Maße Grenzen der Beweglichkeit, lässt also die Handgelenke ja im Lauf der Praxis beweglicher werden. Aber wenn du merkst, das ist jetzt doch recht intensiv, dann probier auf die Fäuste zu kommen und hier ein bisschen zu kreisen. Ist auch viel angenehmer. Und wechsel die Drehrichtung. Ja, egal, ob du auf den Fäusten bist oder wirklich die Hände am Boden auffächerst, nimm wahr, was das macht. Und lass dann die Kreise kleiner werden, komm wieder an. Ich bitte dich wieder, die Hände flach am Boden aufzufächern. Wir gehen etwas kraftvoll in eine Variation des Seitstützes zu Vasisthasana. Dafür den rechten Fuß bitte nach hinten schieben, rechtes Bein ausstrecken nach hinten, linkes Bein dazu nehmen, zieh alle Kraft zur Mitte des Körpers und jetzt dreh beide Beine auswärts nach rechts. Bleib auf den Kanten der Füße, zieh die Kraft zur Mitte des Körpers, saug den Bauchnabel ein, rechte Hand nach unten drücken, linke Hand auf die Fingerkuppen und jetzt den unteren, den rechten Fuß, den hinteren, also rechter Fuß, nach links wegschieben. Ganz weit nach links. Rechte Hand drücken, alle Kraft zur Mitte des Körpers ziehen und im nächsten Ausatmen linken Arm über die Seite hoch. Einatmen, alles zur Mitte ziehen, alle Kraft, alle Stärke. Ausatmen, aus der Mitte wachsen und strahlen und leuchten in die Welt und atmen. Wenn du Grenzen erweitern möchtest, dann probier für einen Moment den nach links geschobenen Fuß kurz zu heben und schau, was geschieht. Lehn dich weiter zurück, dreh dich auf, atme, strahle, lächle, wachse und komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen Kind, die Handrücken bitte zu Erde. Nochmal die Handgelenke verwöhnen. Ja, dann zurück in den Vierfüßler. Zweite Seite dieser Vasisthasana-Variante. Linke Fuß aufstellen, nach hinten schieben. Rechten Fuß aufstellen, dazu nehmen nach hinten. Eine hohe Liegestütz. Sammel Kraft. Drück die Hände nach unten. Jetzt dreh beide Beine auswärts. Die Fersen nach links setzen. Rechte Hand auf die Fingerkuppen. Linke Hand drücken, drücken, drücken nach unten. Mitte des Körpers anspannen. Und jetzt den linken Fuß nach rechts setzen. Und wenn du soweit bist, dreh dich über rechts hoch. Atme, Kraft im Einatmen zur Mitte des Körpers ziehen. Ausatmen, von dort strecken und wachsen und leuchten und strahlen. Im
Wenn du denkst, du bist an der Grenze, dann lass dich von der Atmung darüber hinaus tragen. Und vielleicht linkes Bein, das nach rechts geschoben ist, kurz heben und nochmal wahrnehmen, über dich hinaus wachsen und auflösen, zurück in den Hund. Einatmen, der hohe Liegestütz, ausatmen, die Bauchlage und dann bleib, bring die Hände unter die Stirn, dann leg die Stirn ab und atme durch. Gut, bring die Hände zurück an die seitlichen Rippen, wieder ein Stück hinten an den unteren Rippen, einatmen, Becken einrollen, Schultern zurück, Cobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, der nach unten schauende Hund. Einatmen, rechten Fuß nach vorn setzen, ausatmen, linkes Bein auswärts drehen, linke Ferse nach innen setzen. Dann schau ruhig mal nach hinten und versetz die Fersen ungefähr in eine Linie zueinander. Bring die rechte Hand nach innen und dreh dich nach links auf, linke Hand an die Hüfte, nimm die linke Schulter zurück, lehn dich nach hinten an und für Parshvakonasana das vordere Knie gut beugen und dann streck den linken Arm in der Verlängerung deiner linken Körperseite aus und atme ein, sammel Kraft in der Mitte, atme aus, streck dich in die Weite. Nochmal tief einatmen, ausatmen, die linke Hand zurück an die Hüfte. Wir gehen über zur gebundenen seitlichen Winkelstellung. Baddha Parshva Konasana. Versetze dafür die rechte Hand ein Stück nach hinten. Und probieren als günstigste Variante, rechtes Schultergelenk nah am rechten Knie zu orientieren. Also Schulter nah am Knie. Und jetzt einmal mit der rechten Hand unter dem Bein nach hinten wandern. Linke Hand hinter dem Rücken Richtung rechte Hosentasche. Und dann nimm die rechte Hand in die Nähe der linken Hand dazu. Vielleicht können die Hände sich hinten verhaken. Vielleicht die Handgelenke greifen. Vielleicht ist da auch Platz. Ganz egal wie, lehn dich nach hinten, zieh die linke Schulter zurück und entdeck die Möglichkeiten, die hier sind. Ja, nochmal tief einatmen, ausatmen, auflösen, rechte Hand an den Boden, linke Hand an die Hüfte. Jetzt die rechte Hand bitte nach außen versetzen und das rechte Bein langsam strecken, 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 strecken. Drück den rechten Fuß nach unten, zieh die Beinmuskeln hoch zum Becken. Wenn jetzt die rechte Hand nicht gut zum Boden kommt, dann nimm sie einfach an das rechte Fußgelenk oder Schienbein, einfach da, wo es jetzt passt. Dreh dich nach links, lehn das linke Schulterblatt nach hinten an und atme. Das ist eine Vorstufe von Trikonasana, vom Dreieck. Wenn du die Möglichkeit hast, wenn du Grenzen entdecken oder auch erweitern möchtest, dann setz die rechte Hand zurück auf die Fingerkuppen nach unten und schieb die rechte Hand etwas weiter nach rechts. Ein bisschen weiter nach rechts versetzen. Noch ein Stück weiter, weiter, weiter. Lehn dich nach hinten an und jetzt streck den linken Arm hoch. Nach hinten lehnen, in den Halt, die Sicherheit und von dort strecken und strahlen und atmen. Einatmen, alle Kraft in den Körper ziehen, ausatmen, von dort wachsen. Und dann wieder zurück, linke Hand an die Hüfte, rechte Hand an die Außenseite des Fußes, beug dein rechtes Knie, linke Hand nach unten, zurück in den nach unten schauenden Hund. Tief atmen. Gut, setz den linken Fuß bitte nach vorn und dreh das rechte Bein auswärts. Dann schau kurz nach hinten, orientiere die Fersen ungefähr in eine Linie zueinander.
Wir gehen zunächst in die seitliche Winkelstellung, Parshvakonasana. Dazu für die Variante bitte die linke Hand nach innen bringen, an die Innenseite des linken Fußes, rechte Hand an die Hüfte, linkes Knie gut beugen, Oberkörper nach rechts aufdrehen. Jetzt stell dir vor, du lehnst dein rechtes Schulterblatt nach hinten an und dann streck den rechten Arm über den Kopf aus in die Welt. Einatmen, Kraft in den Körper ziehen, ausatmen, aus der Energie wieder wachsen. Und wenn die Atmung Grenzen hat, dann probier liebevoll die Grenzen der Atmung zu erweitern. Probier sie zu vertiefen. Dann setz die rechte Hand an das rechte Hüftgelenk. Wir gehen über zur gebundenen seitlichen Winkelstellung. Baddha Parshvakonasana. Linke Hand ein Stück nach hinten versetzen. Jetzt bring die linke Schulter an das linke Knie. Gelenk an Gelenk. Das gibt dir die Möglichkeit, aus dem linken Schultergelenk zu arbeiten, die Hand nach links unter dem Oberschenkel durchzuschieben. Und die rechte Hand krabbelt Richtung linke Gesäßtasche. Jetzt nimm die linke Hand dazu. Auch hier vielleicht berühren oder verhaken sich die Finger. Vielleicht greifen sich die Handgelenke. Vielleicht ist da Platz. Das ist alles okay. Lehn dich zurück. Zieh die rechte Schulter zurück und lass dich atmen. In diesem inneren Universum der Atmung. Einmal tief einatmen und ausatmen. Linke Hand zurück, rechte an die Hüfte. Jetzt das linke Bein langsam strecken und strecken und strecken und strecken und strecken und strecken. Linker Fuß nach unten drücken. Linke Hand, vielleicht versetzt du sie nach außen auf die Fingerkuppen, vielleicht an das Schienbein oder Fußgelenk. Die Vorstufe des Dreiecks. Dreh dich wieder nach rechts, zieh die rechte Schulter zurück. Und jetzt lass uns mit ganz viel Sicherheit in der Rückseite, mit ganz viel Halt, Grenzen erweitern, die Grenze nach hinten. Linke Hand ein Stück nach außen versetzen. Und noch ein Stück, und noch ein kleines Stück, und noch ein bisschen. Und dann lehn dich zurück, dreh dich nach rechts und streck den rechten Arm hoch und leuchten in die Welt. Aus all der inneren Erfahrung der Grenzenlosigkeit, des Ausdehnens, der Möglichkeiten, die hier sind. Atme diese Möglichkeiten. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen, langsam auflösen, linke Hand zurück, linkes Knie beugen, zurück in den nach unten schauenden Hund. Ein letzter Vinyasa, einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz und Bauchlage, einatmen, Cobra oder der nach oben schauende Hund, ausatmen, der nach unten schauende Hund. Tief atmen, verweilen. Und ankommen. Einmal tief einatmen. Durch Mund oder Nase ganz tief aus. Nochmal tief ein. Tief aus. Einatmen, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der nach unten schauende Hund. Drück die Hände nach unten, zieh das Becken hoch und senk die Fersen. Im nächsten Einatmen kommt zurück, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nochmal hoch, Katze und Pferd. Und lass das alles richtig weich und geschmeidig werden. Ausatmen, der nach unten schauende Hund. Ganz groß, ganz lang werden. Tief atmen. Das ist ein richtig, richtig gutes Gefühl, hier sich auszustrecken. Weiter als sonst.
Mehr als sonst. Und tief einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen in den Vierfüßler, bitte. Und jetzt nutzt die linke Hand als Kissen für die Stirn. Leg sie langsam auf der linken Hand ab und krabbel mit der rechten Hand ganz weit nach vorn, während das Gesäß etwas zurücksenkt Richtung Fersen. In die rechte Seite einatmen und mit sanftem, liebevollen Herzen ausatmend Richtung Erde schmelzen. Das ist ganz viel Hingabe und Dankbarkeit über die Möglichkeiten, die du hast, über die Grenzen, die du erweitert hast, über das Meer an Möglichkeiten, die dir diese Praxis schenkt. Und dann komm wieder zurück, den Vierfüßler hoch, der Seitwechsel, die rechte Hand als Kissen für die Stirn, die linke Hand krabbelt nach vorn und während sie das tut, schiebt die Ferse sanft, das Gesäß sanft Richtung Fersen. Einatmen, die linke Seite, ausatmen, dankbar, mit weitem Herz Richtung Erde schmelzen. Dann kommen wieder zurück in den Vierfüßler. Wechsel zum Sitz. Du kannst beispielsweise die Schienbeine kreuzen, nach hinten kommen, dann die Füße nach vorn schieben. Gut. Dann zieh die Gesäßmuskulatur nach hinten weg. Lass dein Becken schwer werden. Richte den Oberkörper auf. Schieb gleichzeitig die Fersen von dir weg und drück die Kniekehlen Richtung Boden. Also in den Beinen aktiv, Fersen schieben weg, die Muskeln ziehen Richtung Becken. Becken ist schwer. Verlänger die Flanken hoch, heb dein Brustbein hoch, verschränke die Finger, dreh die Handinnenflächen nach oben. Atme ein, streck dich auseinander, atme aus, dreh aus der Mitte des Körpers nach rechts. Einatmen, strecken, Brustbein nach vorn aufrichten, ausatmen, weich werden im Drehen. Mal einatmen, alles wegschieben, Fersen, Handflächen und ausatmen, zurückdrehen. Einatmen, in die Mitte nach oben wachsen, ausatmen, die Hände zurückbringen. Und die Finger eins weiter verschränken, diese ungewohntere Idee hin zu dieser zweiten Möglichkeit. Einatmen, Handflächen über vorn hoch. Ausatmen, nach links schrauben. Einatmen, Brustbein nach vorn hochziehen. Lang werden in den Flanken. Ausatmen, weich werden nach links. Nochmal tief einatmen und strecken. Ausatmen, in die Mitte kommen. Einatmen, alles wegschieben, Hände und Fußsohlen. Und ausatmen, die Hände zurückbringen. Und stell die Füße bitte auf. Bring einatmen, die Hände nach vorn. Ausatmen, zieh die Bauchdecke nach innen. Und roll dich nach unten zur Erde. Einatmen, lass dich ausgleiten, die Fersen nach vorn, Handflächen nach innen, nach hinten schieben. Einatmen, wachsen, auseinanderziehen, ausatmen, in die Länge entspannen. Nochmal einatmen, ganz weit aus der Mitte heraus ausstrecken, ausatmen, lang werden und entspannen. Letztes Mal einatmen, aktiv strecken in die Möglichkeiten des Wachsens. Ausatmen, noch mehr entspannen, bring die Arme zurück nach vorn. Einatmen, stell die Füße auf.
Ausatmen, greif deine Knie oder Schienbeine für Apanasana. Und dann mal kreise mit den Knien, so als würdest du über deinem Kreuzbein kreisen. Ja, so massiere dein Kreuzbein mit diesen Bewegungen. Und wechsel die Richtung. Dann stell die Füße auf, breite die Arme zur Seite oder nimm sie in eine Kaktushaltung. Versetz dein Becken etwas nach rechts, leg die Knie nach links. Und dann komm für dich angenehm hier an. Wenn du möchtest, dann justier nach, mach es gemütlich. Versetz den Kopf etwas nach links, ein gutes Stück, und wende ihn dann nach rechts. Atme ein. Und entspannen im Ausatmen. Ja, gib all das im Ausatmen ab, was du jetzt nicht mehr bist und nicht mehr brauchst. Und schaffe im Einatmen einen inneren Raum, ein Universum, das sich in dir ausdehnt. Komm Schritt für Schritt wieder zurück zur Mitte. Das Becken zurück in die Mitte deiner Unterlage, dann ein Stück nach links. Und dann bring die Knie nach rechts. Mach es gemütlich. Versetz den Kopf ein gutes Stück nach rechts und roll ihn dann auf die linke Seite. Und finde auch hier im Einatmen ein inneres Universum, das sich ausdehnt, das inneren Raum und Fülle kreiert. Und finde im Ausatmen die Möglichkeit, loszulassen von dem, was du nicht mehr brauchst und jetzt nicht mehr sein musst. Komm peu à peu zurück zur Mitte. Greif ein neues Mal deine Knie für sie heran. Du kannst auch gerne ganz kompakt werden, also dich stehen Richtung Knie führen, dich mal einrollen. Auch diese Umarmung, also ein ganz dankbares Signal annehmen. Dankbar für das, was du dir in dieser Zeit gönnst und schenkst. Dankbar für die Möglichkeiten, die du hast, die Grenzen, die es sich lohnt, auch mal zu erweitern. Und wenn du einatmest, dann streck dich ganz lang auf der Matte aus und entspann im Ausatmen nochmal. Einatmen, ausstrecken, Wachstum, Weite, Größe, ausatmen, etwas mehr entspannen. Nochmal einatmen, ganz weit werden,
über die Möglichkeiten des Körpers hinauswachsen. Ausatmen, noch tiefer entspannen und atmen. Einfach nur atmen. Ganz liebevoll, ganz genüsslich, ganz nährend. Ein und aus. Und dann komm bitte nach oben zum Sitzen. Es braucht für die nächsten Momente in dieser Praxis einen gemütlichen Sitz deiner Wahl. Wir werden eine kurze Reise nach innen machen, eine Wahrnehmungsreise. Wir werden uns dem Körper und der Atmung widmen und dann eine Pranayama gemeinsam praktizieren. Die Pranayama wird aus einer gezählten Atmung bestehen. Und das Besondere dieser Pranayama ist, dass sie einen Grundrhythmus hat, 6-3, also 6 Sekunden oder 6 Zählzeiten für den Atemzug. Dann versucht ihr ihn wirklich auszudehnen über diese 6 Zählzeiten. 3 Sekunden Pause zwischendurch. Und eben das Besondere ist, dass diese Pausen variabel sind. Also mal gibt es gar keine Pause. Mal ist sie in der Anatemfülle, mal in der Ausatemleere und mal in beiden Polen. Und deswegen sage ich alles an, führ dich dahin durch, mach mit, so wie es dir gut tut. Und auch hier, wenn du merkst, da ist eine Grenze erreicht, die nicht mehr gut ist, dann respektier das bitte und steig aus. Und gib einfach diesem Universum der Atmung in dir die Möglichkeit, frei zu sein. Gut, also ein bequemer Sitz. Wenn du ihn gefunden hast, dann schließ die Augen. Leg die Hände entweder auf die Oberschenkel oder an die Kniegelenke. Bring die Zeigefinger und Daumen jeweils zueinander in Chin Mudra, das Atem Mudra. Und da keinen großen Druck aufbauen, sondern wirklich eine gute, sanfte Berührung, die nicht einfach nur beliebig ist, sondern die einen sanften Tonus hat, also ein bisschen Kraft, aber nicht zu viel. Und die anderen Finger einfach entspannen. Und dann schau in den Körper. Wie geht's dem jetzt? Mit all der Wärme, der Energie, der Kraft, der Größe, der Freiheit, der Leichtigkeit. Dem Genuss. Verbinde dich mit der Erde, die dich trägt, und wachs aus ihr nach oben in die Welt. Zwischen diesen Polen, zwischen Himmel und Erde, deine Atmung wahr. Vielleicht steigt die Einatmung auf nach oben, durch den Körper hindurch Richtung Scheitel und weiter hoch in die Welt, in den Himmel, in das Wachstum, die Leichtigkeit, die Freiheit, die Fülle. Vielleicht fließt die Ausatmung von dort zurück nach unten in den Raum unter dir, bis tief in die Erde, die dich trägt, die dich verwurzelt, die dir Stabilität verleiht.
und zwischen diesen Polen des Himmels und der Erde, das ein Universum. Und das bist du, das Universum in dir, das sich im Einatmen ausdehnt, im Ausatmen zurückzieht, das mit jedem Atemzug pulsiert. Lad deine Atmung ein, dieses Pulsieren zu vertiefen. Tiefer und sanfter ein, in noch mehr Fülle und Größe und Weite und Raum. Und ein wenig tiefer und sanfter wieder aus, in noch mehr Zentriertheit, in die Rückkehr, in die innere Kraft und Stabilität. Wir werden gemeinsam Sukha Purvaka Pranayama praktizieren. Sukha bedeutet so etwas wie Leichtigkeit oder Freiheit. Purvaka ist die Erfahrung. Und Pranayama, die Atemtechnik, eine geführte Atmung. Also eine Atmung, die uns in die Erfahrung der Leichtigkeit und Freiheit bringt. Wir werden 6 Zählzeiten für den Atemfluss praktizieren. Ich bitte dich, noch einmal bewusst, ganz in Ruhe, tief ein- und tief auszuatmen. Auf 6 Zählzeiten tief ein, 2, 3, 4, 5, 6 und in Ruhe aus, 2, 3, 4, 5, 6, in Ruhe ein, 2, 3, 4, 5, 6, eine Pause, 2, 3, sanft aus. 2, 3, 4, 5, 6, sanft ein, 2, 3, 4, 5, 6, sanft aus, 2, 3, 4, 5, 6, eine Pause, 2, 3, sanft ein, 2, 3, 4, 5, 6, eine Pause, 2, 3, sanft aus, 2, 3, 4, 5, 6, eine Pause, 2, 3, sanft ein, 2, 3, 4, 5, 6, sanft aus, 2, 3, 4, 5, 6, sanft ein, 2, 3, 4, 5, 6, eine Pause, 2, 3, sanft aus, 2, 3, 4, 5, 6, sanft ein, 2, 3, 4, 5, 6, sanft aus, 2, 3, 4, 5, 6, eine Pause, 2, 3, sanft ein, 2, 3, 4, 5, 6, Pause, 2, 3, sanft aus, 2, 3,
sechs, eine Pause, zwei, drei, sanft ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sanft aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sanft ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Pause, zwei, drei, sanft aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sanft ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sanft aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs und nochmal Pause, zwei, drei, sanft ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Pause, sanft aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs und Pause, zwei, drei, sanft ein und dann lass die Atmung fließen. Beobachte einfach ihr Kommen und Gehen. Vielleicht auch kleine Momente der Pause in den Wendepunkten der Atmung. Nimm wahr, was ist, was geschieht.
die Atmung nicht in Grenzen stecken und ihr aufzwingen, wie sie sein soll, wie sie zu atmen hat, sondern diese Grenzen auch mal loslassen, einreißen. Dann kann die Atmung wirklich frei sein. Dann kann sie selbst entdecken, wie sie ist. Denn die Atmung ist etwas, das immer da ist. Dann lösen sich diese starren Grenzen zwischen so weit kann ich einatmen und so tief kann ich ausatmen, einfach auf. Und da können wir etwas sehr Schönes entdecken. Die Erfahrung, dass die Atmung nichts Statisches ist innerhalb gewisser Rahmenstrukturen, sondern dass jeder Atemzug etwas ganz Eigenes und Neues ist. Kein Atemzug gleicht dem anderen. Das ist ein ganzes Universum in uns, ein Universum, das lebendig atmet, mit unendlichen Möglichkeiten, wie die Atmung sein kann. Ein Universum, das atmet. Grenzenlos und frei. Lass uns zum Abschied dieser gemeinsamen Praxis die Hände vor dem Herz zueinander bringen. In der Dankbarkeit über die Erfahrungen, die wir machen durften, über das Auflösen vorgefertigter Grenzen, über die Möglichkeiten, diese festen, starren Strukturen aufzubrechen, über die genüssliche Freude darüber, wie es ist, mehr Möglichkeiten zu entdecken, grenzenlose Möglichkeiten. Atme dann tiefer aus und öffne mit dem Einatmen die Arme. Bring sie ganz weit über die Seite, ganz nach oben in die Welt. Atme aus, bring die Hände zueinander, führ sie vor die Stirn, vor den Mund, zurück vor das Herz. Und nochmal bitte, grenzenlos in der Einatmung die Arme weit öffnen, in der Ausatmung zum Herz führen. Und wenn du hier magst, dann gönn dir eine Verbeugung, ein dankbares Verneigen vor dir selbst, vor den Möglichkeiten, die du hast. Und dann bitte ich dich, die Augen langsam wieder zu öffnen. Manche Grenzen, die wir haben, sind selbst gesteckt. Da sagt etwas in mir, das kann ich nicht. Das habe ich noch nie geschafft. Das funktioniert nicht. Und wir machen im Yoga die sehr, sehr, auf der einen Seite sehr intensive, aber doch auch wie sehr, sehr schöne Erfahrung, dass diese Grenzen wirklich nur im Kopf sind. Natürlich gibt es körperliche Grenzen, das ist klar. Wir haben bestimmte Bewegungsradien, die möglich sind, aber da ist viel mehr Möglichkeit da, als wir erstmal meinen, dass es da sein könnte. Und jede Yoga-Praxis ist ein Schritt in diese Möglichkeiten, sie zu entdecken. Nicht nur auf der Yogamatte, auch im Alltag. Auch da sind sicherlich immer wieder Grenzen, die wir machen und die es sich lohnt, auch mal zu erweitern. Hin zu mehr Möglichkeiten, mehr Erfahrungen, mehr Wachstum.
Danke dir von Herzen, dass ich das heute mit dir teilen durfte. Und freue mich auf unser Wiedersehen. Bis dahin, danke und Namaste.